Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Farmvlog. Heute gibt es mal eine kleine Besonderheit. Wir können nämlich den Kartoffelruder ausprobieren. Ein Bekannter von mir hat im Garten so ein paar, ja, was hat er gesagt, 600, 700 Quadratmeter Kartoffeln. Die wollte er erst mit der Hand rausmachen, aber das ist ein bisschen anstrengend. Und ja, jetzt können wir unseren schönen Kartoffelruder mal ausprobieren. Ich bin gespannt, wie das hinhaut. Da steht ein bisschen mehr Kraut drauf. Mal gucken, ob das so geht. Sonst zur Not müssen wir das mit dem Freischneider mal eben wegmachen. Ja, aber es ist ja gut, dass wir dann erst einen schönen Testlauf machen. Dann da leuchtet es an und dann fahren wir da mal eben schnell hin. So, die ersten paar Bahnen haben wir schon mal rausgerodet. Ging eigentlich alles top. Ich habe jetzt leider nichts gefilmt, aber da sitzen sowieso noch ein paar Kartoffeln drin und wir müssen nochmal herkommen, deswegen filme ich dann nächstes Mal. Aber das bekommt ihr auf jeden Fall noch zu Gesicht. So, ich hoffe, man sieht mich überhaupt. Wir waren ja mit dem Roder zum Kartoffelroden. Ich habe leider nicht geschafft, da was zu filmen, weil wir erstmal alles ausprobieren mussten und einstellen und so. Deswegen ging das mit Film nicht. Aber er haut auf jeden Fall hin. Da sind auch noch ein paar Dämme mit Kartoffeln, also ich musste sowieso nochmal hin zum Roden. Und da nehme ich euch dann auf jeden Fall mit. Ich kann das ja mal eben schnell zeigen, wie das hier so aussieht. Also Steinbunker haben wir einmal ausgeleert und einmal ist hier jetzt noch was drin. Und ansonsten haut er wirklich gut hin. Obwohl da ziemlich viel Kraut drauf war. Oh, aber ging das alles? Also so sehen die Kartoffeln jetzt aus. Ich habe hier mal ein paar rausgesucht. Sind eine schöne Größe, nur öfters mal welche angefressen von Mäusen hier. Das ist der einzige Nachteil. Ansonsten sind das eigentlich schöne Kartoffeln. Und bis jetzt ließ sich das auch ganz gut roden, obwohl wir ziemlich viel Regen hatten. Aber das ist echt nur in der obersten Schicht und in der Grund ist alles noch trocken. Auch wenn wir 100 mm oder was gehabt haben. Genau, das war das. Und dann habe ich ja gesagt, ich wollte das Mähwerk anbauen, weil ich bei uns im Dorf was mähen wollte. Das habe ich auch gemacht und eben waren Chris und ich dann noch mit dem Grubber hin, weil wir die Grasnarbe so ein bisschen da aufreißen sollten. Da soll eine Saatmischung soll eingesät werden und dass die besser aufkommt auf dem Rasen, haben wir das ein bisschen aufgerissen mit dem Grubber eben. Und das haben wir aber gefilmt. Das sind auch die gleichen Flächen, die ich da gemäht habe. Und ja, Film ab, würde ich sagen.
dieses Mal so ein kleiner Sabbelvlog. Ich wollte noch erzählen, wir haben uns nämlich letzten Samstag noch einen Mähdrescher angeguckt. Der sah auf eBay auch ziemlich gut aus, oder da sein, ja, in echt sah der eigentlich auch ganz gut aus. Wir hatten sogar gleich einen Anhänger mitgenommen. Ich habe ihn auch geschrieben, wir würden ihn wahrscheinlich gleich mitnehmen, weil der Preis auch passte. Ja, dann sind wir da auf den Hof gekommen und irgendwie der Macker kam, kam uns schon gleich irgendwie nicht ganz koscher vor. Naja, wir uns den Drescher da angeguckt und also zur Übersicht, das waren Bautz T600, 1,80 Meter Schneidtisch meine ich. Und er sagte, er hat den 2017 von einem Bekannten gekauft, weil er verschrottet werden sollte, das wollte er aber nicht. So, dann hat er den bei sich in den Garten gestellt und seitdem nie wieder angefasst. Also der stand ja 2 Jahre jetzt knapp nur unter so einer Plane draußen und ja, hat nie wieder gelaufen, nichts gemacht. Und ja, das war schon mal nicht schön. So, er hatte mir geschrieben, dass die Batterie platt ist. Ja gut, das ist ja nicht das größte Manko, da in eine neue Batterie reinzumachen. Und ja, dann gehe ich natürlich davon aus, dass er eben die überbrücken kann oder ja, mal eben auflädt, wenn wir da sind zum Angucken. Oder er hätte mir schreiben müssen, dass ich eben eine Batterie mitbringe, aber die war 6 Volt. Das hat er auch schon nicht gesagt. Naja, wir haben uns den angeguckt, dann haben wir gesagt, also wir kaufen den auf jeden Fall nicht, ohne den nicht laufen gesehen zu haben. Naja, er ist da rumprobiert, den zu überbrücken, mit dem Ladegerät aufzuladen, aber das bringt natürlich auch nichts, wenn du ihn da 5 Minuten anklemmst, dann sagt die auch noch nichts. Also er sagt, den Motor, der läuft auf jeden Fall und den kann man durchdrehen und alles mit der Hand. Ja, weiß ich auch nicht. Und ja, irgendwie hat er auch die ganze Zeit richtig Druck gemacht. Wir sind da 2 Mal um den Drescher gelaufen, dann wollte er gleich wissen, ja, nehmt ihr den jetzt mit oder nicht, wie ist das jetzt, entscheidet euch. Und überlegt euch schon mal, wie ihr den aufladen wollt. Irgendwie hatte man das Gefühl, er wollte da überhaupt nichts von wissen und er sollte jetzt schnell vom Hof und wir sollten ja verschwinden. Und ja, weiß ich auch nicht, irgendwie ganz komisch, da hatten wir schon Bauchschmerzen. Und ja, ich nehme sowas nicht mit, ohne nicht mal eben gesehen zu haben, ob das alles läuft. Er hatte da noch nichts abgemacht, der ganze Schneidtisch, der war eingepackt noch mit Folie, also so übergespannt mit Plane. Das hätte er zumindest auch schon mal eben abmachen können, wenn man den laufen lassen möchte. Und ja, weiß ich nicht. Er sagte gleich, ich habe noch einen anderen, der nimmt ihn sofort, also als sozusagen, als wenn wir den jetzt nehmen sollen und gut ist. Ja, aber deswegen haben wir den auch nicht mitgenommen. Wenn man da schon Bauchschmerzen bei hat, finde ich, soll man das auch nicht mitnehmen, auch wenn er relativ günstig war. Aber ich kaufe nichts Günstiges, wenn das nicht läuft. Naja, deswegen haben wir erstmal keinen Drescher, aber muss ja jetzt nicht sein, dass wir auf Zwang Drescher mitnehmen. Soweit ist das Thema Ackerbau dann ja auch nicht. So, und wir sitzen jetzt nämlich gerade im Auto, wie ihr vielleicht seht, weil wir uns gerade noch einen 5,7 Tonnen Camper angeguckt haben. Nee, ja, gekauft ist er noch nicht, weiß ich nicht. So gut wie vielleicht. Und für Christoph noch ein IAC hatte der, er dann noch mit stehen auf dem Ofen, 423, so einer wie ich habe. Ich glaube sogar gleiches Baujahr, auch mit Frontlader und Verdeck. Das überlegt Christoph sich jetzt nur, ob er den haben will. Hat 2 doppelwirkende Steuergeräte, 8000 Stunden, ziemlich viel neu dran. Also, wir sind ja jetzt noch nicht gefahren, das machen wir dann nochmal, wenn Christoph sich entschieden hat. Aber so sah der wirklich gut aus und der Anhänger, der sah auch wirklich gut aus. Hat 3 neue Reifen, meine ich. Der kommt von dem gleichen Mann, wo ich meinen anderen Plattwagen auch gekauft habe. Und ja, Durchtrieb mit Hydraulikschlauch hinten, dass man einen zweiten Camper noch hinten kippen kann. Aufsatzklappen sind dabei, Stallboden, Einzylinder ist ganz trocken, einer ist ganz bisschen siffig, aber wirklich nicht schlimm. Und ja, so sieht er ganz gut aus. Ich denke mal, dass wir den nehmen, aber das wird ihr dann in der nächsten Zeit noch gewahren. So, dann war das heute mal ein kleiner Laber-Vlog. Ich hoffe, dass es im nächsten Vlog wieder mehr mit Maschinen zu tun gibt. Ja, trotzdem auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Guckt gerne bei Instagram mal vorbei. Weiterhin fleißig abonnieren und ja, hoffentlich bis nächste Woche. Ciao!